Ich lese jetzt aus dem Buch »Was fehlt, wenn alles da ist« von Daniel Heni und Philipp Kofce. Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt. Aus meinem Lieblingskapitel »Einer für alle, alle für einen«. Das Credo lautet »Einer für alle, alle für einen«. Unter diesem Motto kämpfen die drei Musketiere in Alexandre Dumas' gleichnamigen französischen Roman aus dem Jahre 1844. Der Satz wird schnell zum inoffiziellen Wahlspruch der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er ist Ausdruck von freier Individualität und freilassender Gemeinschaft. Nur der, der frei ist, kann sich ganz in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Nur die Gemeinschaft, die frei lässt, ermöglicht Verbindlichkeit. In den Worten des Schweizer Philosophen Stefan Brodbeck klingt das so. Zitat Anfang. Ich allein kann frei werden. Keiner kann mir das Freiwerden abnehmen. Aber frei werden kann ich nicht allein. Das Drama der Freiwerdung ist ein soziales Drama. Zitat Ende. Einer für alle, das kann auch übertriebenen Heroismus, Selbstgerechtigkeit, Übermut meinen. Der Einzelne, der sich zu wichtig nimmt gegenüber anderen. Oder es kann auch unangemessene Selbstlosigkeit bedeuten. Der Einzelne, der sich nicht wichtig genug nimmt. In Zeiten von Arbeitsteilung und Fremdversorgung ist es eine Formel für ein Faktum, ich bin für alle anderen tätig. Ich versorge mit meiner Arbeit nicht mich selbst, sondern andere. Das gelingt am besten freiwillig und selbstbestimmt. Alle für einen. Das kann auch falscher Gemeinsinn sein. Die Gemeinschaft, die sich selbst gegenüber dem Einzelnen zu wichtig nimmt. Oder es kann heißen, dass die Gemeinschaft selbstvergessen agiert, nur auf ein einziges Idol fokussiert. Faktisch heißt es heute, jeder Einzelne wird von allen anderen versorgt. Niemand agiert mehr als Selbstversorger. Jeder wird getragen von den Leistungen der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft befreit ihn als Menschen, da sie ihn von der Natur emanzipiert, die er zuvor beackern musste. Früher bestand Individualität darin, allein in der Natur überleben zu können. Heute besteht sie darin, gesichert durch die Gemeinschaft ein freier, individueller Mensch zu werden. Nicht mehr in der individuellen Not, die jeder für sich selbst löst, sondern in der individuellen Tat, die jeder für andere begeht, besteht moderne Individualität. Einer für alle, alle für einen. Das heißt strukturell, jeder für jeden. Das ist das Geflecht der modernen Lebensverhältnisse. Das bedingungslose Grundeinkommen führt dazu, dass ich von anderen für andere freigestellt bin. Das ist die Basis der Musketiergesellschaft. Sie werden durch freie Verbindlichkeit handlungsfähig. Das Grundeinkommen ermöglicht dem Einzelnen, der Gemeinschaft bestmöglich zu dienen. Und der Gemeinschaft erwächst es als höchstes Ziel, den Einzelnen dafür freizustellen. Das ist modernes Latein. Unus pro omnibus, omnes pro uno.